damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Gelb, wo wir heute in Azuria City hier unseren zweiten Arena-Kampf bestreiten werden mit unseren drei Amigos Pikachu, Smetbo und Taubsi. Im letzten Part war ja auch einiges geschehen. Zum einen trafen wir zum allerersten Mal auf Jesse und James. Team Rocket, so schnell wie das Licht, gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Jo, so war es, der allererste Spruch. Zum Glück ist mir der noch im Kampf im Kampf mit Gary. Naja, auf jeden Fall, als wir gegen Gary gekämpft haben im letzten Part auch noch, ist uns der ganze Spruch mal wieder eingefallen. Das war jetzt auch gut. Ansonsten wäre das Ganze auch ein bisschen peinlich gewesen. Man schaut sehr viele Jahre über... Also man hat sehr viele Jahre über Pokémon geschaut. Vor allem auch ständig Team Rocket ja auch. Und dann fällt einem nicht deren Spruch ein. Das ist schon etwas beschämt. Naja. Dann ist er uns aber trotzdem noch eingefallen. Ende gut, alles gut. Wir können zwar hier auch in Azuria City niemand Geringeres als Bisasamia kriegen und... Was guckst du da eigentlich? Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ach so, der Fahrradladen. Okay, aber ja, hier gibt es Bisasam. Und ich dachte eigentlich, wir kriegen Bisasam einfach so. Aber nee, ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würde... Was zum Henker? Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Ja, natürlich, aber im letzten Part wolltest du mir das Bisasam nicht anvertrauen. Weshalb nicht? Hä? Ja, wir haben jetzt Bisasam erhalten. Nein, ich möchte Bisasam keinen Spitznamen geben. Kümmere dich gut um Bisasam. Ja, aber... Weshalb hast du uns Bisasam nicht im letzten Part gegeben? Mussten wir dann erstmal gegen Gary kämpfen, um Bisasam zu kriegen, oder was? Naja, Bisasam ist jetzt auf Level 5, oder? Nö, Level 10. Ja, na gut. Ja, hallo Bisasam. Pflanze-Gift-Pokémon. Mehr als gut. Tackle und Egelsam. Ja, das ist nicht allzu gut, aber gut. Gut, dann tauschen wir mal kurz. Gut, gut, gut. Bisasam, mit etwas Glück kriegst du in diesem Part noch ein Level ab. Okay, falscher Ort. Und mit Level ab meine ich, dass du dich vielleicht schon zu Bisaknoss weiterentwickeln könntest. Bezweifle ich zwar, aber hey, wer weiß. Hey, warte, du Champion in Spee. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürfen sich auch als nützlich erweisen. Ja, aber ich weiß beim besten Willen nicht, weshalb haben wir Bisasam im letzten Part nicht gekriegt? Platsch! Ich bin dein erster Gegner, Platsch! Es geht los, Platsch, Platsch! Ja, schön. Aber mal im Ernst, wieso haben wir Bisasam nicht im letzten Part schon gekriegt? Mann. Okay, Sepa Level 16. Obwohl, wir müssten es eigentlich auch so hinkriegen. Blubber ist kein Angriff, der beim Pflanzen-Pokémon sehr viel Schaden macht. Gut, Sepa wurde bepflanzt. Setzt nochmal Blubber ein. Gut, Egelsamen dürften allerdings viel Schaden machen. Oh, naja, teilweise Schaden. Na gut, dann tackeln wir es einfach mal. So oder so müssten wir in der Lage sein, jenes Sepa... Nein, klappt wohl doch noch nicht. Ja, aber wir haben sowieso noch nicht allzu viel vor. Und dieser Sam bräuchte sowieso die vollen Erfahrungspunkte aus dem Kampf gegen Sepa. Naja, wie gut, dass wir die Egelsam-Attacke gemacht haben.
So, regenerieren wir immer ein bisschen. Hm, so kommt der Blubber auch nicht sehr gut durch. Naja, der Blubber kommt ja generell nicht sehr gut durch. Gegen einen Pflanzen-Pokémon sollte man sowieso nie Wasserattacken einsetzen. Außer natürlich das gegnerische Wasser-Pokémon. Außer natürlich sein eigenes Wasser-Pokémon ist extrem stark. In diesem Fall hier wiederum nicht. Es ist zwar auf Level 16, aber hey, was soll's? Unser Level 10 Bisasam wird dieses Sepa schon besiegen. Es wird es besiegen. Und dann kriegen wir massig Erfahrungspunkte. Und es wäre natürlich nicht schlecht gewesen, hätte der Typ einfach bloß Karpados gehabt. Gut. Exzellent. Wir haben also jetzt gleich Seper bezwungen. Trotz allem, ja, müssen wir gleich Bisasam austauschen. So, gut, Level 11. Ja. Das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Ganz und gar nicht. Mushas Wassereis. Gut, Pikachu. Dann kämpfe du nochmal. Okay, Panzerschutz. Verteidigung steigt. Aber gut. Das macht nichts. Ein paar gezielte Donnerschocks mit einem Volltreffer reichen hier schon aus. Gut, Bisasam erreicht jetzt Level 12. Gut, kriegst jetzt... Nein, du kriegst natürlich noch keine allzu starke Pflanzenattacke. Das darf nicht wahr sein! Hey, warte mal. Bisasam ist eigentlich ein geduldiges und vor allem auch ein sehr schlaues Pokémon. Mal sehen. Geduld. Ja, Bisasam. Gut, Bisasam erlernt Geduld. Jetzt wollen wir doch auch mal kurz mal testen, ob der Angriff Geduld wirklich sehr mächtig ist. Na, mal sehen. Hey, Lady. Komm her. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Du hättest Misty die ganze Zeit schon herausfordern können. Pfadfinderin. Goldini. Ja, Goldini Level 19. Das könnte auch für Bisasam ein Problem jetzt sein. Generell können Goldinis ja eine Hornattacke ausführen. Ja. Oh, Schnabel. Nein. Du mieser Goldfisch. Das werde ich dir nicht verzeihen. Oh. Pikachu, zeige diesem Goldini mal, in was für ein Teich wir schwimmen. Im Gegensatz zu ihm. Gott. Oh, Mann. Ja, versuch bloß mal deinen Rutenschlag. Und dann wollen wir doch gleich mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte wir eigentlich gekriegt hätten. Aus diesem Kampf. 451. Alter Schwede nochmal. Ich bin überwältigt. Jetzt tu mal nicht so. Mann. Man. Das ist nicht gut. 451 Erfahrungspunkte. Hätte Bisasam diese Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, hätte er auf jeden Fall schon mal Level 13 erreichen können. Toll. Wirklich toll. Na gut, dann versuchen wir es eben gleich woanders nochmal. So, einmal kurz mal unsere Pokémon heilen. Dann versuchen wir es gleich mal gegen Mistys Pokémon. Es dürfte klappen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Gott, Gott. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, machen wir sowieso gleich. Aber alter Schwede, dieses blöde Goldini. Alle anderen Attacken, also alle anderen Pokémon, die einen Schnabel benutzen. Ja. Das ist meistens nicht allzu effektiv und das zieht da nicht allzu viele Lebenspunkte ab. Aber ausgerechnet von deinem blöden Goldini mussten wir jetzt eine ordentliche Breitseite kassieren. Ach, naja, was soll's. Misty, jetzt wollen wir kämpfen. Hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein?
Einfach drauf loshauen und Hauptsache die Pokémon sind schnell. Wie gehst du vor? Habe ich doch eben gesagt. Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Warte noch mal ein paar Jahre ab, bis Heart Gold und Soul Silver kommen. Da finde ich nämlich, dass du da am besten aussiehst. Mhm. Bist du bereit, Süßer? Aber immer noch, Lady. Ach, aber mein Gott, nochmal. Okay. Misty möchte kämpfen. Stern, du. Okay, Level 18, Stern, du. Versuchen wir nochmal unser X-Abwehr. Okay. Es könnte unser Vorteil jetzt sein. Ging daneben. Okay. Ja, das macht schon ordentlich Schaden. Ja, es macht schon einigen Schaden, die Geduldattacke. Ja. Sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Level 13 erreicht. Bisan versucht, Rankenhieb zu erlernen. Nice. Gut. Dann werden wir jetzt einfach mal Tackle dich vergessen lassen. So, Tackle weg. Gut. Und er lernt Rankenhieb. Gut, jetzt Starmie. Starmie. Okay, Pikachu, mach du mal den Kampf. Mach du mal den Kampf bis zu dem Augenblick, wo Bisasam mal wieder volle Kraft hat. Ha. Und ich hatte ja sowieso ja schon mal gesagt, nach dem Arena-Kampf... Okay, Blubstrahl. Ja, das könnte Pikachu schon einigen Schaden machen. Alter! Ja, das hat schon einigen Schaden gemacht. Ja, tut mir leid, Pikachu. Warte mal, wie sieht's denn mit Smetbo aus? Ah, das könnte doch interessant werden. Schlafpuder? Gut. Bisasam? Komm jetzt wieder rein in den Kampf. Ist zwar ein bisschen ungünstig gelaufen. Okay, Starmie schläft immer noch. Gut. Ist zwar ein bisschen ungünstiger gelaufen, dass Pikachu erledigt wurde. So schnell hatte ich damit nur nicht gerechnet. Aber hey, was soll's. So konnten wir einmal Schlafpuder rauskriegen. So haben wir dann auch nochmal die Egelsamen rausgekriegt. Und so kann dieser Sam locker, flockig, Erfahrungspunkte kriegen. Volltreffer. Gut. Ah, verdammt nochmal. Okay, wir benutzen nochmal Rankenhieb. Ja, ich war zum Überlegen, jetzt die Geduldattacke nochmal einzusetzen. Doch, ne? Ah, ich Idiot! Hatte ich nicht eigentlich gesagt, dass ich vorhatte... Okay, Misty will immer weiter auf Abwehr gehen. Aber so kann sie auch nicht gewinnen. Aber hatte ich nicht gesagt, dass ich die Geduldattacke eigentlich für... Na, Relaxo aufbewahren wollte? Tja, blöd. Naja, Bisasam. So ist es auch nicht schlecht. So, Level 14 hat Bisasam erreicht. Und Smetbo hat jetzt auch endlich mal Level 17 erreicht. Gut. Lief hier locker flockig. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Ja. Oh, und massig Geld. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Na, was, Blubstrahl jetzt? Aquaknarr haben wir schon. TM11 ist der Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Gut. Alter Schwede, noch eins. Mann, jetzt guckt sie auch beleidigt weg. Okay, jetzt hat sie uns gehört. Aber gut.
es lief im Nachhinein doch so ab, wie ich es erhofft hatte. Dass Bisasam einfach der Sieger hier ist. And the winner takes all. Bla 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 bla. Gut. Wir könnten jetzt eigentlich auch schon aufhören. So viel sei gesagt. Aber, wo wir jetzt ja so gut ja unterwegs jetzt waren in der Arena, ist jetzt also die Zeit gekommen, erstmal noch ein paar neue Items zu kaufen. Und danach holen wir uns... Warte mal, nein, wir holen uns noch nicht das neue Pokémon. Erstmal ist die Zeit gekommen, erstmal 4 neue Tränke zu kaufen. Gut. Und dann ist die Zeit gekommen, die Nuggetbrücke schon mal in Angriff zu nehmen. Oh yeah. Die Episode Misty und die Nuggetbrücke. Ah, das... Okay, das war blöd. Aber ja, das hört sich doch gut an. Wir nehmen die Nuggetbrücke in Angriff. Da, 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 da. Yeah. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Ein Nugget. Willst du ein Glück versuchen? Ja, ansonsten wäre ich ja nicht hier. Die Nuggetbrücke. Betrieben von Team Rocket. Aber, oh, verdammt nochmal. Oh, oh, oh. Obwohl, ah, was soll's, Geduldattacke. Los, Bisasam, du schaffst das schon. Fadenschuss. Okay, so konnte sich Geduld bloß einmal aufladen. Okay, zweimal konnte sich Geduld jetzt aufladen. Gut, Angriff, Bisasam. Erledige Raupi. Okay, dann eben mit dem Rankenhieb gleich. Erledige Raupi. Verdammt. Es wäre vielleicht doch eher besser gewesen, nochmal auf Geduld zu gehen. Weil so hat das Ganze ja nicht als so... Okay, das geht doch noch. Hm. Gott. Wie sieht's aus im lieben Haus? Level 15. Gut. Wunderbar, ihr Zornlio. Gut, Taubsi... Okay. Ich vergesse immer wieder, dass meine ersten Generation nicht nachgucken konnte. In so einem Moment. Wie viele Erfahrungspunkte man noch braucht für ein Level-Up. Weil Taubsi entwickelt sich in Kürze ja auch weiter. Und ich glaube, ich hätte gegen. Okay, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Wir mussten jetzt noch kein Gegengift kaufen. Benutzen. Okay. Wow, du bist gut. Ja, bin ich. Ich bin gut. Und die Sonderbonbon, das behalten wir noch da. Mhm. Bisasam wird sich so oder so ja in Kürze weiterentwickeln. Mhm. Nämlich innerhalb nach 499 Erfahrungspunkten entwickelt sich Bisasam weiter zu Bisaknoss. Und Taubsi entwickelt sich weiter nach 416 Erfahrungspunkten. Gut. Göre, jetzt bist du dran. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Ha, das will ich doch hoffen. Auf dem Weg zu Bill wollen wir so einige Trainer besiegen. Taubsi, nicht schon wieder. Okay, Bisasam, das tut mir jetzt leid. Ich hatte gehofft, du kriegst jetzt dein Level up schon, sodass du dich zu Bisaknoss gleich weiterentwickeln könntest. Aber nee. Es wäre nicht gut ausgegangen, das Ganze jetzt hier. Bist zwar auch noch vom Typus Gift, aber auch ein Windstoß hätte dir viel Schaden bereitet. Und das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Gut. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wie sieht's jetzt aus? Wie viele Erfahrungspunkte? Wow. Das ist wirklich wenig. Sehr wenig. Gut. Smetbo, diese Erfahrungspunkte kannst du ruhig kriegen. Bam. Und weg mit Nid. Sag mal. Muss ich mit euch jetzt doch nochmal ins Fitnessstudio gehen, oder was? Ihr wart nämlich auch schon mal stärker.
Alter. Smetbo, du enttäuscht mich jetzt langsam. Gott. Ja, von dieser Göre. Wie konnte ich verlieren? Konnte man jetzt nun wirklich nicht allzu viele Erfahrungspunkte erwarten. So, Nummer 3. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Bezweifle ich. Das bezweifle ich. Ich werde eher gleich mal noch ein Level abkriegen. Ah, 3 Pokémon. Ratfratz. Ja. Ich denke mal, hier ist Geduld gefragt. Oh, Hyperzahn. Ah, ich Idiot. Okay, Ruckzuckieb. Ja. Mit sowas können wir gut arbeiten. Okay. Okay, Bisasam greift jetzt endlich an. Jo. Das ist gut. Als nächstes Rettern. Gut. Smetty Smetbo. Jetzt kannst du wieder ein bisschen glänzen. Du kannst glänzen. Unser toller Falter. Alter Falter. Jetzt holen wir Bisa Knosp herbei. Oh ja. Ach ja. Das ist doch wirklich wunderbar. Aber ich benutze trotzdem Konfusion jetzt. Gott. Exzellent. 93. Okay, das ist nicht allzu gut. Wie sieht's denn jetzt mit Zubat aus? Wird diese Samstag auch noch nicht besiegen können? Aber was soll's? Je mehr Erfahrungspunkte Bisasam jetzt kriegen kann, umso besser. Glück gehabt. Das Superschall daneben ging. Tja, aber es lief jetzt wirklich alles gut. Anders als erwartet, haben wir gleich zu Anfang Bisasam gekriegt in dieser Episode. Wir haben gut den Arena-Kampf gemacht. Hier in Azuria City. Anders als in der Serie ging dieser Arena-Kampf normal ab. Gut, auch geschafft, gut. Ah, eiskalt erwischt! Ja, denn in der Serie hat am Ende, nachdem Team Rocket... Ich bin der Meinung, Team Rocket hatte auch mal wieder seine Finger im Spiel gehabt. Beim Arena-Kampf in Azuria City. Sodass am Ende Ash mal wieder einen Orden hinterhergeschmissen gekriegt hat. So was, glaube ich. Er konnte den Arena-Kampf gegen Misty aus irgendeinem Grund nicht beenden. Es war, glaube ich, aber auch so, dass Team Rocket mal wieder da angekommen war. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Nö. Ich werde nicht müde. Ich habe Tränke. Jo, jo, jo. Ah, jetzt noch wieder 2. Okay, das ist uncool. Ja, das ist einfach uncool jetzt. Pikachu, schocke mal dieses Taubsee. Ja, ich habe sogar einen Windstoß. Ja, mit einem Windstoß braucht man bei mir nicht zu kommen. Ich wechsle dann immer aus. Ich wechsle dann aus. Ich besiege ein Taubsee frei Haus. Die Attacke ist sehr effektiv und paralysiert. Das finde ich doch gut. Wunderbar, das macht doch Mut. Gut, Bisasam Level 16 erreicht und es wird sich gleich weiterentwickeln zu Bisaknosp. Pikachu hat auch Level 18 erreicht. Gut. Dann nochmal Smetbo. Komm herbei, Smetty Smetbo. Der Sieg ist unser. Der Sieg ist unser. Ja, wirklich alles gut gelaufen bisher. Aber wie recht ich doch hatte, nach dem Arena-Kampf von Mamoria City ist jeder andere Arena-Kampf wirklich mehr als einfach. Ich habe auch verloren. Hey, Bisasam entwickelt sich. Yo! Darauf habe ich gewartet. Bisasam entwickelt sich jetzt weiter zu einem stattlichen Bisaknosp. Nice. Das ging doch gut. Äußerst gut. Ja. Mal sehen, einen Trank für Pikachu.
Gut, man will ja nicht geizen. Wir haben aktuell ja ein bisschen Geld hier auf der Tasche. Gut. Alle Pokémon wieder geheilt. Und nun der letzte Kampf. Vorletzte. Ich bin Nummer 5. Ich mache dich fertig. Gut. Visaknoss. Dein großer Auftritt. Um diesen Pfadfinder zu besiegen. Mankey. Oh yeah. Visaknoss. Gut, Geduld. Fußkick, oh Gott. Oh, Volltreffer. Ja, nicht sehr effektiv der Attacke, aber trotzdem hat das jetzt viel Schaden gemacht. Ja? Ausgewichen? Hä? Oh Gott. Toll. Wirklich toll. Taubsi, dann musst du jetzt auch noch mal ein Level abkriegen. Alter, was haut denn dieses Mankey so doll rein? Das ist doch unmöglich hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, was denn jetzt hier los ist. Dieses Mankey randaliert wirklich ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack hier rum. So. Das hast du davon. Ja, Pfadfinder, das hast du davon. Das war zu viel des Guten. Ja. Alter. Dieses Mankey. Es hat wirklich einiges an Schaden gemacht. Ja, da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zurück ins Pokémon Center zu gehen. Jojojo. Gott. Aber wir machen noch weiter. Wir werden auch den letzten Kampf noch machen können. Und Visaknoss wird jetzt glänzen. Es wird glänzen und erblühen. Erblühen und siegen. Und mit etwas Glück vielleicht noch Taubsi, aber eigentlich hatte ich das jetzt nicht geplant. So. Weiter geht's, weiter geht's. Wir legen jetzt so richtig los. Wir bekämpfen noch Team Rocket. So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Yeah, ein Nugget. Wunderbar. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Nein. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Nein. Wirklich nicht? Ja. Komm schon, werde Mitglied. Nein. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Nein. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Doch. Ich werde dieses Angebot doch noch ablehnen. Dann komm mal her. Rocket Rüpel. Ha! Rettern! Nichts leichter als das. Geduld! Wir bewahren Geduld. In der Ruhe liegt die Kraft. In die Ruhe liegt die Kraft. In die Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Yeah! Ah, das hat jetzt nicht allzu gut geklappt. Aber was soll's. So oder so siegen wir. Joho! Sag mal, Rettern! Lässt du mich auch mal angreifen? Ja, Wickel! Die am nervigsten Attacke in der ersten Generation. Was anderes kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja. Wickel. Nervig. Äußerst nervig. So kann nun wirklich kein Visaknoss glänzen. Da muss dann doch schon mal wieder unser Smetty Smetball ran. Tja. Was soll's, was soll's. So hat wenigstens jetzt auch mal Smetball Level 18 erreicht. Und versucht Superschall zu erlernen. Ja. Ist nicht übel. Ja. Dann
Fadenschuss weg. Gut. Fadenschuss ist weg und Superschall ist da. Wunderbar. Ah, jetzt noch Zubat. Ja, Pikachu. Erledige noch Zubat. Und danach ist dann aber auch wirklich jetzt mal Schicht in Schacht. Wir haben den Arena-Kampf gegen Misty gemacht. Wir haben dann auch schon die Nugget-Brücke gemacht. Somit ist alles tipptopp, tippitopp. Ah, du bist gut. Ja. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss werden. Ja, was soll's. Will ich nicht. Und somit sage ich dir erstmal, nachdem ich mal kurz Bisa-Knosp geheilt habe. Okay, vielleicht gleich noch ein bisschen besser heilen. So, dann sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Arena-Kampf wurde gut gemacht. Bisasam haben wir schon erhalten. Die Nugget-Brücke haben wir auch schon absolviert. Ja, das lief doch wunderbar. Ciao.